Weiter geht's mit Despawn City. Wenn du nicht genau weißt, was das für ein Projekt ist, schau einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine kleine Anleitung und eine Playlist zu Folge 1, wo ich nochmal alles genau erkläre. Heute machen wir weiter mit dem Naturschutzgebiet, deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Und ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, da verpasst ihr auch nichts mehr. Wir haben ja letzte Mal diesen Verkehrsknoten hier gebaut und dieses Naturschutzgebiet. Dazu haben wir die Pumpen und die Abwasserrohre weggebracht. Läuft auch sehr, sehr gut. Hier, das hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. Und hier ist jetzt auch kein Hochwasser mehr, was wir letztes Mal hatten durch das Umbauen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir wollen erstmal hier vorne eine Haltestelle bzw. den Parkeingang machen, so dass man auch hier cool hin kann zu dem Naturschutzgebiet. Ich hatte das hier mal eingezeichnet, so einigermaßen. Und deswegen können wir das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen, ja, nicht verkabeln, sondern verstraßen. Verstraßen wir das Ganze. Und natürlich wieder in Grid-Form. Warum auch nicht? Grid ist gut manchmal. Also manchmal, nicht immer. So, das hier geht ja sowieso so ein bisschen schief auseinander, was ich echt schade finde. Dann können wir hier einmal rüberfahren, was ich sehr gut finde. Dann können wir noch von dort oben... Ah, ich überlege gerade, ob es hier Sinn macht, da eventuell eine Straße herlaufen zu lassen. Wie sieht die denn aus hier? Wow. Richtig gut, muss ich sagen. Richtig gut geworden. Okay, wir lassen das mit der Straße an der Stelle. Wir machen das erstmal so. So, Naturschutzgebiet. Wir brauchen einen Eingang zu dem Naturschutzgebiet. Wobei, die Straße will ich gar nicht so gerade haben. Die mache ich wohl ein bisschen eckiger. So, und dann kann man hier den Naturschutzpark-Eingang machen. Hui, das war ein krasses Wort. Wir gehen jetzt hier mal drauf, nehmen Stadtpark, Freizeitpark, Zoo, Naturschutzgebiet. Da haben wir es doch. Haupteingang, Haupttor. Und das war? Ah ne, das ist das Haupttor. Nehmen wir das Haupttor. Normalerweise dekoriere ich das halt immer mit ein paar Parkplätzen. Aber ich glaube, das geht auch so. Klar. So, Naturschutzgebiet. Alle freuen sich, alle feiern es. Jetzt können wir hier auch theoretisch den Zaun weitersetzen. Und wir könnten ja rein rechnerisch hier hinter einfach weiterführen, sodass man hier vorne noch Wohngebiete hinmachen kann und der Rest halt so Naturschutzgedöns ist. Gerade hier, wo das so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Trockener Flusslauf. Ja, das glaube ich gut. Und dann hier nochmal runter und zum Rand hin. So. Ah, ich glaube, so ist gut. Müssen wir nur die Bäume hier nachher reinziehen, ne? Und eventuell nochmal ganz kurz gucken. Kleiner machen, auf Naturschutzgebiet gehen. Beziehungsweise Parkgebiet. Und dann können wir das hier so einmal wegmachen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Wasser genommen habe, aber passt schon. So, und dann hier wieder hoch. Und schon haben wir das so ein bisschen angeglichen. Könnte man hier vielleicht auch noch machen. Und dann können die Leute da wandern, wenn sie wollen. Cool. Viel mehr kann ich da gar nicht wegmachen, weil das Ding da muss drin bleiben. Haben wir gerade gesehen, glaube ich, oder? War so ein bisschen blockiert, als man das machen wollte. So, verbinden wir das, aber diesmal ein bisschen runder. Und zwar da... Ne, warte, wir sind auf rund. Oh, wir sind auf rund. Top. Wie einfach komplett verkehrt rum der Zaun ist. Zumindest auf der Stelle. Warum ist der Zaun denn verkehrt rum? Egal. Reden wir nicht drüber. Machen wir neu hin. Passt. So, die Seite ist fertig. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen und ein bisschen Wohngebiete noch bauen. Erhöhte Wohngebiete, die an Fahrradwegen sind. Wo sind sie denn? Fahrradwege... Ich hätte eigentlich die Pipette mit reintun sollen, dass man eine Straße anklicken kann und dann hat man halt die Straße dieselbe nochmal wieder in der Hand. Ach, die habe ich schon angewählt. Boah. Peter, was ist denn da los jetzt? Was ist denn da los jetzt? Super gut, glaube ich. Oh Mann, warum ging das denn? Achso, weil wir bei minus 2 sind. Okay. Aber warte mal, ich hatte ja das hier einmal vor... Wir können es ja noch einmal so machen. Pass auf, pass auf. Kennst du, kennst du? Und dann hier runter. Ja, fast sogar gut. Bisschen glatt ziehen.
Hauptsache, die springen nicht runter. Rest ist egal. Der Rest ist sowas von egal. Da können wir sogar noch eine Kaimauer setzen, weil wir Quay-Anarchie haben. Kaimauer-Anarchie, die können wir setzen, wo wir wollen. Das ist das Coole. Und dann noch Steuerung A und dann geht ab. Pass auf. Zack. Ich weiß, sieht gerade ein bisschen blöd aus. Gebe ich zu. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir nehmen jetzt die Kaimauer und ziehen die mal nach hier. Und setzen die mal runter. Pass auf. Und setz sie noch ein bisschen am Rand. Ich ahne Schlimmes. Ich glaube, die laufen da echt runter. Weil da immer wieder Leute aus irgendeiner Ecke kommen. Okay, ich gebe zu, die sieht kacke aus. Ich mach sie wieder weg. Passt schon. Dann machen wir hier noch einen Weg hin und dann können die Leute da drüber laufen. Obwohl, die laufen schon da hoch, ey. Was denn, wenn wir hier wirklich einen Weg machen? Laufen die Leute dann lieber über den Weg oder laufen immer noch da hoch? Probieren wir aus. Einfach testen. Hier, so meinte ich. Die laufen da echt durch, ne? Als ob da ein Weg rüber ist zu der Straße. Schade eigentlich. Andersrum, ich meine, die laufen daher, ne? Und das Ding ist ja auch, ist okay an der Stelle. Ich mache den Weg jetzt einfach so, dann sieht es auf einigermaßen auch aus. Als ob so sein muss. Dann machen wir hier noch einen Weg hin. Ja, komm einfach da dran jetzt. Dann können wir das hier nochmal rüberziehen. Dann nehmen wir noch einen Weg in die Richtung. Ziehen das dahin. Damit haben wir doch alles, oder? Glaube schon. Und jetzt machen wir nochmal Folgendes. Trick 17. Wir nehmen jetzt ein paar Bäume. Parks und Plätze. Das ist aber falsch. Landschaftsbau und Bäume. So, guckt es euch an. Man sieht es einfach nicht mehr. Der ist ein bisschen groß. So, aus dem Auge, aus dem Sinn. Die Leute gehen da durch den Wald durch. Passt perfekt. So, das ist soweit dann fertig. Jetzt können wir hergehen und ein paar Wohngebiete draufklatschen. Aber ich glaube nur hier im vorderen Bereich, weil hier in der Ecke, da ärgere ich mich dann nachher nur, wie es dann aussieht wieder. Die nicht, die größeren. Ich glaube, die wären nachher nochmal richtig groß, wenn wir hier halt machen, dass die ganzen Service-Sachen da sind. Das kommt weg. Der hat ja auch einen relativ großen Radius da drumherum. Deswegen lassen wir das mal so. Hier, das machen wir noch weg und machen hier mal ganz kurz alles voll. Machen hier unten eine U-Bahn-Haltestelle hin. Ach krass, wie nah die schon da dran sind hier. Guck mal. Alter. Wie soll ich die denn dahin führen? Wo kann ich das so machen? Pass auf, dann nehme ich den weg. Gehe dann von hier aus. Dass der immer oben automatisch ist. Verstehe nicht. Gehe dann von hier aus einmal nach da. Kann hier eine neue Bahn ziehen. Mann, das ist immer ein weiter Weg, ne? Aber vielleicht fahren wir dann nachher nochmal weiter. So, der hat natürlich noch keinen Strom, wie wir sehen können. Müssen wir auch noch verbinden. Oder wir machen jetzt zwischen nochmal ein paar Geschäfte. Gerade so am Naturschutzgebiet könnte man das vielleicht ein oder andere Geschäft noch machen. Souvenirgeschäft, obwohl können wir auch gleich reinbauen, ne? So ist gut. Dann nochmal ein paar Wege hier an der Stelle. Oh, was ist das denn? So. Ja, wobei die halt nirgendwo rüberlaufen können, ne? Weil es hier kein Zebrastreifen gibt. Gibt auch eine Modifikation, da kann man halt Zebrastreifen setzen, wenn man möchte.
Für alles andere gehen wir einfach nach oben. Ich meine, noch ist hier gar nichts los, aber wir sind mal ehrlich, der Park hat auch noch nichts. Alter. Also der Park hat ja wirklich noch gar nichts, deswegen nicht wundern. So, das ist gut. Machen wir hier nochmal eine hin. Ne, lass mal so, lass mal so. Ist zu viel sonst, ist zu viel. Wir machen hier nochmal den hin. Den weg, den hier nochmal hin. Obwohl, wir können ja auch so machen, oder? Ist das hier aus lokaler Herstellung? Nee, eigentlich nicht. Kriegt man da lokale Herstellung hin? Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, wir lassen es so. So, und jetzt nochmal ganz kurz in den Park rein. Wir nehmen jetzt hier den Naturschutzpark, nehmen Wege und führen den einen oder anderen Weg jetzt mal hier so durch. Also, manchmal verstehe ich das hier echt nicht. Ich will doch nur einen Weg haben. Hier, guck. Ich glaube, es wird so schlimm werden, wenn man komplett auf Vanilla spielt, ne? Zack. Weil da hat man jetzt auch nicht gesehen, warum das auf einmal in der Luft war, theoretisch. Hier auch wieder, aber das liegt daran, dass wir halt erhöht waren. Hier auch wieder. WTF? So, dann machen wir hier noch ein... Hier können wir echt jetzt eine Brücke drüber machen. Ja, da will er nicht, oder was? Ja, irgendwie nicht. Okay, warte, machen wir nochmal. Gehen hier so 4 Meter hoch. Und gehen dann in der Kurve hier so rüber. Ah, das ist schwierig, glaube ich. Weil ich halt die Felsen eigentlich behalten wollte. Und wenn wir die jetzt wegdrücken, wäre es halt doof, ne? Machen wir einmal so. Ziehen den Weg dann einmal durch. Warte. Gehen dann hier wieder nach unten. Und dann können wir den Stein wieder nehmen und wieder dahin schieben. So. Und schon haben wir den Stein erhalten. Das ist cool. Und es sieht sogar fast so aus, als wäre es hier dran festgemacht. Wie cool ist das denn, bitteschön? Das gefällt mir immer. So, warte, wir brauchen noch ein paar Sachen in das in den Park, ne? Immer noch einfach so nichts. Lagerfeuerstätte. Genau, neben dem Wald. Machen wir hier an der Ecke. Was haben wir noch? Lagerfeuerstätte 2. Einfach hier hin. Dann hätten wir noch ein paar Zelte. Ja, das ist das Ding, da braucht man auch. Oder kann ich die einfach irgendwo setzen? Ich weiß nicht, oder? Nee, da muss ein Weg hin. Da muss ein Weg hin. Und Weg lassen wir mal hier unten hergehen, warte. Alter, jetzt bleibt doch mal auf dem Boden, Mann. den hier. So, und dann machen wir da dran jetzt ein paar Zelte. Das sollte jetzt aber gehen, oder? So, ein paar Zelte, Lagervorstädte 1, Lagervorstädte 2, viel mehr ist da noch nicht. Aber es sollte reichen, um die ersten Naturschutzliebhaber anzuziehen. Alter, hat er ihn jetzt gedrückt. Ah, Naturschutzgebiet, sehr gut.
Drei Besucher schon. Nice. Guckt sie euch an, wie die da reinlaufen. Der Wahnsinn. Und irgendwann wird hier alles voll sein. Und alle werden mit dieser U-Bahn fahren, hoffentlich. Die ins Naturschutzgebiet führt. Sind schon mal 13.000 Einwohner. Wir brauchen halt ein paar mehr, ne? Ich glaube, die Verbrenner waren so bei 16.000 Einwohner. Warum geht der denn immer runter, Mann? Warum denn nur? Oh nein, hier ist das Naturschutzgebiet, warte. So, bis da. Und dann fahren wir da nochmal hoch. Gehen hier auch einmal so rum. So, und... ich weiß gar nicht, wem es aufgefallen ist. Ich hatte das Ganze auch mal angeteasert. Und zwar die Qualität der Videos. Ich habe quasi jetzt mal in 4K gerendert. Ein bisschen besser aufgenommen und die Videos auch ein bisschen krasser gerendert und auf YouTube hochgeladen. Und die Qualität, muss ich sagen, die ist echt gut geworden, auch in den unteren Auflösungen. Also wer jetzt sagt so, ja, interessiert mich nicht, 4K gucke ich eh nicht, gucke nur Full HD. Das Ding ist, je höher ich hochlade, desto schöner werden auch die anderen Auflösungen. Also selbst wer nur Full HD guckt, sollte hier einen maximalen Unterschied sehen. Im Gegensatz zu den vorherigen Videos. Also guckt gerne mal so den Part 1 von dem Projekt an. Und gerne mal diesen Part. Gerade auch so bei schnellen Bewegungen sollte sich, glaube ich, vieles geändert haben. So, und das nächste, was wir machen, ist, glaube ich, wenn ich dran denke, nicht weitere Gebiete erstmal ballern, sondern die vorhandenen erstmal weiter ausbauen bzw. optimieren. Hier fehlen überall noch Parks, Schulen, Universitäten, also all das fehlt eigentlich. Wir haben zwar 17.000 plus, was natürlich super geil ist, aber für eine gute Stadt fehlt auch eine gute, oder fehlt halt noch die Versorgung. Und dann kriegen die Gebiete, die jetzt eh schon voll sind, nochmal ein paar mehr Einwohner. Und im Ursprünglichen wollte ich hier auch ein paar mehr, wie heißt es? Sowas wie Busse und so mit einbauen. Oh, was hier denn? Da fahren aber viele um die Ecke rum. Ah ja, so eine Art kleine... Hier ist mehr los auf dieser Umgehungsstraße als da oben. Krass eigentlich. Aber ist cool. Aber liegt auch, glaube ich, an diesen blauen Gebieten. Warte, ich mach nochmal weg. Ich nehme die mal kurz. So. Da auch weg. Und hier am Rand hätte ich halt auch gerne diese Low-Gebiete. Genau wie hier. Und hier. Aber wir sehen jetzt auch hier unten, unsere Nachfrage ist jetzt nicht nur auf Wohngebiete, sondern ist jetzt schön gemischt. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Warte, hier machen wir mal so, dass vielleicht hier noch ein, zwei Gebäude auf der Ecke sind. Warte, so. Und dahinter halt ein paar kleine sind. Und hier noch ein paar Wege hergehen. So nämlich. Jo, sieht gut aus auf jeden Fall. Kann sich sehen lassen. Das wäre da, das dazu. Hier sind noch ein paar Industriegebiete. Könnte man auch nochmal mit einem Weg verbinden. Also wenn ich hier arbeiten würde, würde ich mir hier irgendwo eine Wohnung holen. Obwohl andersrum, wenn ich weiß, was ich in der Vierfabrik machen würde, würde ich vielleicht nicht in der Nähe eine Wohnung haben. Je nachdem, was da hergestellt wird. Also passt schon. So, ich hoffe, ich werde dran denken, in der nächsten Folge das Ganze mal zu optimieren. Weil ich kann euch mal ganz kurz Folgendes zeigen. Wir brauchen zum einen Strom. Dann brauchen wir ganz, ganz dringend... Hier Gesundheitswesen ist in der Ecke gar nicht vorhanden. Friedhöfe. Oh, wir können Verbrenner machen. Oh. Ja, Verbrenner dann halt. Ach, ab 12.000 waren ja. Ich hatte irgendwie 14.000 im Kopf, aber ich hatte das ja letztes Mal auch. Passt schon. Werden wir auf jeden Fall bauen. Davon brauchen wir auch ein paar.
Dann geht's weiter mit Feuerwehr. Ist hier gar nicht gegeben, wie man sehen kann. Wenn wir mal ein, zwei große Feuerwehren placen, allerdings erst, wenn hier genügend Strom vorhanden ist, weil das boostet alle Sachen nochmal richtig hart. Genau wie Polizei oder hier Bildung fehlt es halt richtig hart. Wir haben noch nicht mal zur Universität. Und das macht unsere Stadt dann auch nochmal richtig krass besser. Wie in echt. Also Dankeschön fürs Zugucken. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Part von Despawn City. Tschüss!